Willkommen zur Online-Andacht über Jeremia 31, Verse 31 bis 34. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, den wir im Herzen lieben. Im Namen Jesu Christi, der uns seine Freundschaft anbietet. Im Namen des Heiligen Geistes, der in uns die Verbindung zu Gott hält. Was ist dir so wichtig, dass du es unbedingt festhalten willst? Eine Freundin, der Partner, eine Reise oder dein Lieblingslied? Genau deswegen sind Fotos und Videos für viele Leute so wichtig, weil sie die Erinnerung an das festhalten, was ihnen am Herzen liegt. Manche haben eine ganz besondere Art gefunden, das festzuhalten und auch immer mit sich zu tragen. Ein Tattoo. Das kann sich vielleicht nicht jeder vorstellen. Vielleicht habt ihr selbst eins oder schon mal darüber nachgedacht. Das kann letztlich jeder für sich entscheiden. Aber egal, wie ihr dazu steht, diese Tattoos, die zeigen, was einem Menschen gefällt, was ihm, was ihr wichtig ist, was er, sie sich erhofft. Eingebrannt in die Haut erzählen die Motive ganz oft davon, was der Träger oder die Trägerin eben wichtig findet. Sie erzählen davon, dass jemand Musik macht, erzählen davon, dass einer seine Liebe verloren hat oder vom Herzschlag der Kinder, vom Haustier oder von vielen anderen Dingen. Das, was dieses Tattoo zeigt und was der Träger damit verbindet, das soll bleiben. Das will er oder sie festhalten. Wer oder was ist dir so wichtig, dass du es für immer festhalten und bei dir haben willst? Gott jedenfalls hat eine Antwort auf diese Frage. Das bist nämlich du. Gott sucht immer wieder neue Wege, um dich zu sich zu holen. Das hat er schon damals bei den Israeliten getan. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Heißt, er hat sich selbst dazu verpflichtet, immer mit ihnen zu gehen und hat ihnen das ganz fest versprochen. Die Israeliten haben dieses Versprechen als Geschenk angenommen und haben eine gute Beziehung zu Gott gehabt. Aber nach und nach verblasst in ihrem Herzen, dass zu so einem Bund zwei Seiten gehören. In ihrem Herzen verblasst, dass sie sich eigentlich mal für Gott interessiert haben. Selbst als die Babylonier das Land bedrohen und auch teilweise einnehmen, bleibt die Beziehung zu Gott nur noch Formalität, Äußerlichkeit. Sie interessieren sich viel mehr für andere Dinge und versuchen auch, ob ein anderer Gott nicht besser wäre. Sie brechen den Bund. Immer wieder wenden sie sich ab. Gott merkt, dass er einen neuen Weg zu den Herzen der Menschen suchen muss. Und genau das finde ich so spannend und so toll in vielen Geschichten. Gott ist nicht nur irgendeine ferne Macht, ganz weit weg, sondern Gott tut alles dafür, dass die Menschen, die ihm so wichtig sind, dass die bei ihm bleiben. Auch wenn er dafür in einigen Geschichten manchmal ganz schön wütend wird. Gott bleibt aber nicht bei seinem Zorn stehen. Mein Herz stürmt Ephraim entgegen. Ich muss mich seiner erbarmen, sagt er. Er gibt der Beziehung eine neue Chance und verspricht den Israeliten einen neuen Bund. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit den Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Gott macht den Israeliten klar, dass er sie nicht im Stich lässt. Er sucht neue Möglichkeiten, dass sie bei ihm bleiben und sein Geschenk annehmen. Also schreibt er die Vereinbarung jetzt in die Herzen der Menschen, damit sie sie immer bei sich tragen.
wie ein Tattoo, direkt auf das Organ, das für Beziehung und Motivation zuständig ist. Gott schreibt davon, dass du mit ihm einen treuen Begleiter durch dick und dünn hast. Er schreibt davon, dass du mit ihm als Orientierungspunkt auf dem richtigen Weg bist. Durch Jesus Christus nimmt Gott jeden in diesen Bund auf, der sich zu ihm wendet und das Bild Gottes in seinem Herzen sucht. Die Möglichkeit dazu, die hast du eben immer, denn Gottes Botschaft steht auf dem Herzen. So wie ein Tattoo auch immer eine Spur hinterlässt, auch wenn man es entfernt oder versucht, ein anderes drüber zu stechen. Gottes Spur ist im Leben da. Und wenn du dieser Spur folgst, dann verändert sie dein Leben. Es ist zwar nicht immer alles super toll und einfach, aber dein Herz erinnert dich daran, dass Gott zu dir hält. Sein Versprechen bleibt. Amen. Treuer Gott, du bist in der Vergangenheit den Weg mit den Menschen gegangen. Du hast ihnen deinen Bund voller Liebe gegeben. Und du hast immer wieder gesehen, dass sie sich schuldig machen. An anderen Menschen, an sich selbst und an der Welt. Aber du hast immer an deinem Versprechen festgehalten. Ich bitte dich, bleibe auch mir treu und hilf mir, wenn ich ins Straucheln komme. Sei bei den einsamen Menschen. Sei bei denen, die sich leer und ohne Halt fühlen. Gib ihnen Zeichen deiner Liebe und schicke ihnen Menschen, die sie unterstützen, damit sie wieder neuen Mut finden. Sei auch bei allen, die gut zurechtkommen. Schenke ihnen weiter die Stärke, ihr Leben so gut zu meistern. Und hilf ihnen mit Begleitern an der Seite, die für sie da sind. Darum bitte ich dich durch Jesus Christus, meinen Freund und Begleiter. Amen. Gott segne und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.